Cool, wa? Wann hat man in der Stadt schon mal so einen schönen Sonnenaufgang? Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Rising World. Ja, dem einen oder anderen wird auffallen, dass hier zwei Fackeln brennen. Ja, die habe ich aufgehangen und vergessen, dass ich ja noch gar nicht aufnehme. Habe ich gedacht, lässt einfach hängen. Wir bauen natürlich am Haus weiter und auch wie in der letzten Folge habe ich diesmal ein wenig für Holz gesorgt. Es war spannend, kann ich euch sagen. Boah, war das spannend. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir bauen uns jetzt hier ein paar Blöcke, während mein Nachbar oben, keine Ahnung, was der da oben macht, aber er macht es. Und das ist schon Grund genug dafür, dass ich ihn nicht leiden kann. Einfach weil er da oben das macht, was er da oben macht. Die Drecksau. So, wir sind natürlich wieder im Superman-Modus. Wie geht's denn euch so? Ich hoffe, gut. Und ich hoffe, ihr habt ordentlich Bock mitgebracht hier für Rising World. Jetzt konzentriere ich mich hier mal. Haben wir ein cooles Thema? Ich würde als Thema mal gerne so über YouTube-Let's Plays im Allgemeinen. Oder wie können wir das besser verpacken? Reden wir doch mal darüber, über so Let's Plays, die im Endeffekt sehr, sehr große Projekte sind. Ja, Riesenprojekte, könnte man schon fast sagen. Nee, damit können wir nichts anfangen. Ist aber lieb gemeint gewesen, Inventar. So, guck mal, jetzt haben wir das so. Dann könnten wir eigentlich sogar noch ein paar Querbalken rüberziehen, ne? Machen wir da so viele, wie es auch unten sind? Nee, ich glaube. Wie machen wir das? Wir ziehen ja einen Querbalken und zwar genau da. Zack. Kick mal. Sieht das nicht toll aus? Ja, es sieht nicht toll aus. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den jetzt schon gebracht habe, ne? Nee, und zwar ist es immer so, dass unheimlich viele Leute sich gern wünschen, so, ja, ey, Semi, let's play mal dies und das und jenes und hast du nicht gesehen. Und das am liebsten, also ohne Scheiß, wenn es nach mir ginge, ne, dann würde ich immer sofort alles let's playen, was ihr vorschlagt. Also bei vielen Sachen, natürlich nicht alles, aber bei vielen Sachen, da denke ich mir so, ey Mann, das ist eigentlich eine fette Idee. Aber man kann halt zeitlich nicht alles schaffen, ne? Das ist ja logisch, denn ich bin ja nur eine einzelne Person. Ich weiß, das würde jetzt den einen oder anderen von euch schocken, aber ich bin meines Zeichens nur eine einzelne Person. Und deswegen ist da manchmal nicht alles möglich. Außerdem ist das immer so eine Sache. Mittlerweile mit 7000 Abonnenten, von denen ungefähr so 400 bis 500 Leute auch die Videos angucken. Da ist es so, ich will halt auch diesen Kanal nicht verlieren. Und manchmal gibt es halt so Leutchen, die sich Entwickler nennen von, oder Publisher, meistens sind es die Publisher von irgendwelchen Spielen, die sich dann da so ein bisschen querstellen, wenn du da vorhast, ihr Spiel zu spielen. Und die sagen dann da einfach, nö. Nö, mag ich nicht. Und wenn du dich darüber hinwegsetzt, dann kannst du da echt Stress bekommen. Manchmal sind die unlustig drauf. Guck mal, ey, diesmal habe ich dran gedacht. Müssen wir bloß gucken. Alter, was macht denn der da oben? Hat der eine Macke oder hat? Muss ich wohl wieder mal vorstellig werden na, bei dem Kollegen, na, Kollege Schnürschuh. So, ist das jetzt hier alles richtig? Guck mal kurz. Ja, sieht richtig, oder? Okay, das ist Kratzer. Dann bin ich ja beruhigt. Ja, mit den Ecken, ne? Also ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Das geht ja dann so. Sieht schon ganz cool aus. Ist halt absolut weit weg von dem, was ich eigentlich mal für ein Haus geplant hatte. Puh, krass, das ist. Es ist so mutiert, das Haus. Aber hey, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich kann mich damit erstmal begnügen. Boah, der Sonnenaufgang sieht schön aus. Cool, wa? Wann hat man in der Stadt schon mal so einen schönen Sonnenaufgang?
meistens morgens alles irgendwie versmoggt oder so. Also ich meine, wenn es jetzt Sommer ist, ne, wenn dann Sonnenaufgang ist und so, das siehst du in Berlin, siehst du sowas ja nicht mehr so schön. In Berlin, da hast du ja, da kannst du von einer Häuserecke bis zur nächsten Häuserecke gucken. Vor allen Dingen so Abendrot habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr richtig gesehen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich so ein Abendrot, also wo wirklich dann der ganze Horizont richtig, richtig rot ist, ne? Das habe ich zum letzten Mal gesehen, glaube ich, damals in der Lüneburger Heide. Das sieht schon cool aus, ey. Kann man ja nicht anders sagen. So. Wir brauchen von den Schrägen. Wir brauchen unheimlich viele von den Schrägen. Brauchen wir viele von den Schrägen. So, haben wir jetzt 200. Das ist bestimmt schon wieder zu viel. Weiß nämlich noch nicht richtig, wie ich das mache. Weil ich glaube, wenn wir jetzt echt da so eine Spitze draufsetzen, dann kommt das nicht cool, ne? Vielleicht noch eins. Eins höher. So. Müssen wir auch hier an der Ecke gucken, wie wir das machen. Wahrscheinlich dann einfach mit, keine Ahnung. Lassen wir uns dann einfallen, wenn es soweit ist, ne? Soll man ja Zukunftssemi richten. Wir bauen hier einfach Freischnauze. Soll die alle Zukunftssemi-Drecksaudit machen? Ja. Hat er davon. Können wir das mit sowas machen vielleicht? Natürlich nicht. Und so eine Übereckschräge haben wir auch nicht, ne? Oder warte mal, kann man die Schrägen andersrum platzieren? Ich habe immer voll Schiss, wenn wir hier landen oder im Landeanflug sind, dass ich zu tief reinkomme und wir dann durch die Welt glitschen. Obwohl, dann wäre es auch nicht so schlimm. Dann drücken wir einfach wieder F2 und fliegen einfach wieder los. So, jetzt mal gucken. So rum passt das ja schon mal nicht. Das ist echt, dann müssen wir das irgendwie so machen. Dann machen wir das so, dann ist es dazu. Zack. Zack. Und hier kommen dann zwei rauf. Können wir ja gleich jetzt machen. Zack. Und der kommt natürlich weg. Boah. Wie sieht das hier aus? Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Wohl so, dann ist es zu, ne? Ja, das passt. Zack und zack. Cool, hier müssen wir noch zu Ende setzen. Habe ich noch gar nicht. Boah, jetzt bin ich in Baumeisterstimmung. Zack. Zack. Brauchen wir noch eins, zwei Stück. Zwei Stück und dann brauchen wir. Ach so, ja. Noch mit Viere, wa? Müssten wir mit Viere fast schon hinkommen. Mammutprojekte. Da waren wir ja stehen geblieben. Da hat man so ein bisschen Schiss vor. Natürlich erstens wegen der Länge von manchen Let's Plays, weil du weißt, okay, ey, das Spiel ist einfach übertrieben lang. Und du musst ja dann dran denken, wenn jetzt zum Beispiel ein Let's Play. Sagen wir einfach mal. Was können wir denn mal für eine Zahl nehmen? Sagen wir mal 200 Folgen hat. Was schon realistisch ist bei manchen Spielen, ne? Aber wenn das jetzt mal 200 Folgen hat, dann kannst du schon einplanen, dass du fast ein Jahr dich mit diesem Spiel beschäftigen wirst auf dem Kanal. Und das Problem ist ja,
Das Problem ist ja, dass in der Zeit, wo du dieses Spiel Let's Plays, werden ja auch andere Spiele rauskommen, die du vielleicht ja auch Let's Playen willst, aber das zeitlich auf einmal dann nicht mehr hinbekommst, weil du dann auf einmal, was weiß ich, dann hast du ein Projekt wie Minecraft zum Beispiel, ne? Dann hast du ein Projekt wie, was fällt mir jetzt ein? Dark Souls, Paddy, der spielt ja Dark Souls, ne? Das ist ja auch so ein Projekt, wenn du sagst, okay, hey, wir wollen zum Beispiel, was weiß ich, in Dark Souls uns alle Rüstung zusammenholen oder wir machen New Game Plus und New Game Plus Plus. Ne, ich glaube, das geht ja irgendwie fünfmal oder so. Könnt ihr mich gern berichtigen. Dann bist du da eine ganze Weile mit beschäftigt. Ach, warte mal, das kann man ja von hier machen. Das ist ja, wir sind ja nicht in Minecraft. Zack. Und wenn du dann, ja, so ein Projekt hast und dann noch Minecraft zum Beispiel, dann hast du zwei so eine Projekte, die dich im Endeffekt extrem viel Zeit kosten, dass du da gar nicht mehr weißt, hey, wie soll ich denn da jetzt noch ein anderes aufnehmen? So, jetzt mal die Frage, machen wir das noch eins höher? Ich würde fast sagen, ja, wa? Müssen wir uns dann überlegen, wie wir das hier überhaupt machen? Ja, und deswegen ist das immer so. Natürlich freue ich mich, wenn ihr irgendwie coole Vorschläge abgebt. So, ja, ey, let's play mal das und das. Wie gesagt, ich würde da bei voll vielen Sachen würde ich das echt gerne machen, sofort im Handumdrehen umsetzen. Aber dann, das, manchmal geht das echt nicht, ne? Und das tut mir immer so leid, so. Vor allem, wenn dann Sachen wegfallen und dann Leute so ein bisschen traurig sind und so. Deswegen finde ich halt auch dieses Livestream-Ding ganz cool. Auch wenn mir da zum Beispiel jetzt auch die Zeit für fehlt, weil ich unheimlich viel vorbereiten muss, wegen den Videos, die jetzt in Full HD laufen. Also in 1080p. Das ist ja im Endeffekt ein Workaround dafür, dass halt in 720p und so auch das Video besser aussieht, weil ganz ehrlich, ich habe das auch dem Paddy so erklärt und erkläre das immer wieder gerne. Du sitzt an einem Video wirklich lange, ne? Du hast da mehrere Stunden, die du da investierst und so und dann haust du das auf YouTube und YouTube, und das Thema hatten wir ja auch schon ziemlich oft, YouTube kotzt dir in dein Bild rein, ne? YouTube rendert das natürlich alles nochmal nach und so, und wenn du das nur in 720p hochlädst, kriegst du halt da eine beschissene Bitrate von irgendwas, was weiß ich, lass es gut sein, 4000 Kilobit, ne? Was im Endeffekt für so ein 720p Video, jetzt wird's ein bisschen technisch, ich weiß, ich kürze es ab, ich mach's simpel, wir müssen ja hier nicht klug scheißern, für so ein 720p Video ist das halt nischt. Weißt du? Und dann hast du so die Fragmente drin und das ärgert einen so ein bisschen. Das ärgert mich dann so ein bisschen, wenn das dann so aussieht. Und das war halt vor allen Dingen bei Assassin's Creed, war das halt extrem, weil da sind, ist viel Bewegung drin, die Grafik ist ziemlich gut, wie ich finde. Für mich ist das absolut schon ausreichende Grafik, ey, das sieht doch richtig schön aus. Na, jedenfalls. Das sieht ihr auch hier zum Beispiel, ne, wenn wir so durchs Gras laufen und so, das verpixelt manchmal so unheimlich heftig und dann denkst du, Alter, was hast du mit meinem Video gemacht? Und lange Rede, kurzer Sinn, deswegen rendere ich das jetzt ein bisschen anders, aber das frisst dann auf einmal deutlich mehr Zeit, ne? Da hast du dann anstatt irgendwie, ja, halbe bis dreiviertel Stunde Renderzeit, habe ich jetzt eine bis anderthalb Stunden. Und das merkst du schon, ne? Die Upload-Zeit, naja, die geht ungefähr, das ist ungefähr gleich geblieben. Was mich auch sehr erstaunt hat, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, jetzt reicht das von der Höhe, ne? Ja, doch. Dann können wir jetzt hier zumachen. Oh, das war's schon. Brauchen wir wieder ein neues. Ich brauch Zeug. Ja, und dann passt das einfach alles nicht mehr von der Zeit her. Ja, und so ist, verhält sich das dann halt mit diesen Riesenprojekten, ne? Und deswegen ist es für viele immer so,
Ja, eine Überwindung. Ist auch für mich eine Überwindung, wenn ich ein neues Let's Play starte. Dann habe ich manchmal, ja, was heißt manchmal, man erwischt sich dann, wie man mal so auf YouTube guckt, hey, wir hatten das schon mal Let's Played und wie lange ging denn das ungefähr? Ne, bei Assassin's Creed Freedom Cry habe ich auch geguckt, so, hey, wie lang sind denn so die meisten Folgen von den anderen, die das schon mal gemacht haben? Und wie lang oder wie viele Folgen waren es denn dann insgesamt? Oh, guck mal, ist genau aufgegangen. Da haben wir unser Dach drauf. Finde ich cool. Jetzt fehlen noch Fensterchens. Wo waren denn Fenster? Hier, glaube ich, ne? Brauchen wir Glasscheiben und Fensterrahmen. Oh, welche haben wir denn da genommen? Ach, die länglichen. Ja, können wir eigentlich machen. Dann hatten wir, glaube ich, die dunklen, aber die dreckigen dunklen, ne? Zeig mal. Ja, doch, die sind es. Weiß ich jetzt ja nicht. Ach so, okay. 5 Stück. So, dann setzen wir die ein. Ja, und dann überlegst du so, ja, okay, schaffe ich das denn zeitlich, ne? Weil das Schlimmste, was du ja machen kannst, ist ja irgendwie ein Let's Play anfangen. Na, wie machen das hier? Ne, das war drehen. Nee, nee, ey, wie war denn größer machen? Moment. Shift rechts zum Skalieren. Shift rechts, okay. Dann nehmen wir das andere Shift also. Zack. Achso, jetzt muss ich mal gucken von der Höhe her. Ob das so passt. Ne, ich glaube, das muss ins. Ja, so muss das. Ja, das passt so. Setzen wir gleich hier drüben nochmal ein. Dann müssen wir nämlich nichts ändern. Dann passiert es nicht, dass wir außersehen das Fenster falsch skalieren. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier drüben war noch eins. Bisschen gedreht. Zack. Und dann hier einmal eine breitere Variante. So. Ja, und im Moment, das kann ich ja mal verraten, ringe ich auch mit mir, ob ich ein Projekt starte, was ziemlich krass wäre. Es wäre voll krass, wenn du ein Projekt startest. Nee, weil da ist, ja, das ist, 5 Stück brauchen wir, ne? Habe ich gar nicht drauf geachtet, was für ein Glas wir genommen haben. Aber wir haben jetzt mal hier oben einfach Klarglas drin. Ist das dann richtig von der Höhe? Von der Größe her direkt, oder was? Ich glaube, der bringt das automatisch auf die richtige Größe. Finde ich schon cool, ne? Dass man hier so die Gläser einfach zack in den Rahmen reinsetzen kann. Zack. Und da haben wir alle verteilt. Mensch, würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal von innen an, wa? Ja, wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Haben wir hier überhaupt Gläser drin? Wie sehen die aus mit Gläsern drin? Ja, das sieht man deutlich, ne? Wenn man da Gläser drin hat. Wir haben da unten gar keine Gläser drin. Was geht denn jetzt? Deswegen zieht das hier so. Das müssen wir natürlich umgehend ändern. Zack. Ja, und ich bin da echt am Überlegen im Moment, ob ich da so ein Projekt starte, weil ich hätte ja was so im Auge. Aber ich bin da ein bisschen hin und her gerissen und ich habe da auch so ein bisschen Schiss, weil ich weiß, das würde uns dann eine ganze Weile verfolgen. Aber frag Nina Sonnenschein da. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir machen wollten? Ja, den Dachstuhl müssen wir noch bauen.
Dafür brauchen wir... What? Dafür brauchen wir auch nochmal so Balken. Irgendwie hängt meine Maus. Ich habe mir einen neuen Tisch geholt. Und da muss ich mich ja mal dran gewöhnen jetzt. Aber hier sieht es auf jeden Fall cool aus. Aber irgendwas, Entschuldigung, wenn ich gerade mal ein bisschen rumwackel, irgendwas hängt unten an meiner Maus. Weswegen die sich so ein bisschen komisch steuert gerade. Das nervt mich ein bisschen. Aber man soll sich ja nicht stressen lassen. Zack, zack. Wir ziehen einfach diese Stützbalken, die wir haben. Die ziehen wir bis oben. Die sind ja auch immer eins von der Dachkante entfernt. Ist ja ein Suit. Kommt aus so einem leicht räumlichen Touch. Huch. Ihr zeigt wahrscheinlich auch nur einen Vogel, wa? Räumlicher Touch. Zack. Freut mich übrigens, dass es echt einige gab, die gesagt haben, hey, Rising World und so, das war genau mein Ding. Auch auf Twitter haben mich da einige Nachrichten erreicht, wo Leute gesagt haben, hey, voll cool, dass du das Spiel gezeigt hast, ich habe mir das geholt und so, macht voll Spaß und ja, die sind da fleißig am Bauen, diejenigen, hoffe ich. Und wie gesagt, das Spiel wird ja in nächster Zeit auch noch einige Updates erfahren. In der Videobeschreibung könnt ihr ja immer noch gucken, was das denn so für Features hat das Spiel im Moment und was alles so geplant ist und was da in nächster Zeit schon direkt reinkommen wird. So, ich würde sagen, für die Simpelheit haben wir es. Ach komm. Weißt du, warum eigentlich nicht? Weil wir da nicht genug für haben, natürlich. Was denke ich mir denn? So. Übrigens, wenn mit dem Video irgendwas diesmal ein bisschen komisch ist mit der Folge hier. Ich nehme das jetzt mit Fraps gerade mal in 30 Frames auf. Normalerweise nehme ich immer in 60 Frames auf, verarbeite aber die Videos immer in 30 Frames. Immer noch, weil YouTube ja damals sowieso keine 60 Frames wollte. Beziehungsweise nicht abgespielt habe, angenommen hat es, ja. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, dann kannst du ja eigentlich auch in 30 Frames aufnehmen. Und vielleicht haben wir dann auch weniger Bildstottern und so, aber das ist natürlich, ja, nur Vermutungen, die ich jetzt anstelle. Ansonsten könnte ich euch jetzt noch mit GOPs und also Group of Pictures und alles Mögliche langweilen. Aber das machen wir nicht, nicht wahr? Aber ich würde sagen, ja. Mensch. Haben wir es quasi geschafft? Ich überlege gerade, was könnten wir noch machen? Können wir mal gucken. Was könnten wir noch machen? Dekoration. Ein Deckenventilator, das passt nicht so rein. Startstuhl, nee. Jalousien, weiß ich nicht, so eine Vase. Können wir mal zwei machen? Was kann man denn noch so machen? Ein Klavier. Na klar, hey. Oh, hier. Natürlich so ein schwarzes. Ach, da brauchen wir voll viel Holz für. Ach, Holz haben wir doch. Müssen wir bloß dingsen. Das Coole ist ja, man kann ja auf dem Klavier richtig spielen. Zack. Aber ob ich das jetzt geschissen kriege, das ist natürlich eine ganz, ganz, doch, war ja richtig hier. Ganz andere Frage. Ah, ich habe nur sieben. Warum habe ich denn nur 27 Holz? Ich hab doch eben gemacht. Reicht das nicht? Alter, wie viel Holz haben wir denn verballert? 51 von 64? Das kann ja wohl jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Ich will jetzt dieses Klavier haben. Kostet, was das wolle. 24 Minuten haben wir schon. Ja, ich würde sagen, dass wir dann
mit dieser Folge auch das Let's Play erstmal abschließen. Ich betone nochmal erstmal, denn ich will hier zu 100% später nochmal reingucken, wenn es denn fortgeschritten ist. Wenn es hier auch so ist, dass man sich um Essen und Trinken kümmern muss. Wenn es hier ja die ersten feindlichen Wesen gibt. Wölfe und Bären sollen ja da kommen. Keine Erdbären, obwohl die auf dem Boden laufen. Sondern richtig so Bären. Das war ein Babybär. Baba, Babybär. Das reicht jetzt aber, ne? Ja, das reicht jetzt. Ich laufe mal hier mit Absicht so durchs Gras. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich das in 1080 renne. Das habe ich im letzten Video gar nicht sehen können. Irgendwie großartig. So. Haben wir ein Klavier, Leute. Pff. Also auch so ein bisschen Krösus-mäßig. Finde ich total krass, wenn sich Leute irgendwie so ein Klavier... Sag mal. Wenn sich Leute so ein Klavier in die Wohnung knallen. Viele von denen können ja noch nicht mal Klavier spielen. Hauptsache haben ein Klavier in der Wohnung. Naja, Hauptsache sieht aus so, der hat Geld. Aber das ist ja so bei den Leuten, die wirklich viel Geld haben. Ne? Die wissen ja nicht, was sie damit machen sollen. Da holst du dir dann einfach mal so ein Klavier. Guck mal, hier so eine Ming-Vase kann man ja mal anbieten. Zack, da auch gleich noch eine. Und hier oben natürlich. Oder unten. Oder auf Klo. Wir könnten das direkt ans Klo stellen. Oder hier. Damit man auch ja nicht richtig pennen kann. Jetzt würde mich ja mal interessieren, kann ich denn das Klavier auch skalieren? Kann ich das machen? Schaltet Raster ein, ausgedrückt halten zum Umsehen, dreht das Objekt. Schade, das hätte ich ja jetzt lustig gefunden. Liebe Entwickler, wenn ihr hier reinguckt, ja? Ich meine, ich habe schon echt viele Wünsche geäußert und so und ich weiß, ihr seid am Machen und Tun, dass da richtig viel noch dazu kommt. Jetzt muss ich mal gerade gucken. 1, 2, 3. Es kann auch eins... Hinter. Ich will nicht, dass das hinten aus dem Haus rausguckt. Bin ich jetzt blöd oder was? Jetzt mal auf dem Raster gucken. Einer, zweier und die Hälfte vom dritten. Ne? Ja. So, einer, zweier und die Hälfte vom dritten. Das müsste hier sein. Daumen drücken. So, jetzt müssen wir mal von draußen gucken, ob das hingehauen hat. Da bin ich jetzt mal gespannt. Guckt hier so ein halbes Klavier aus dem Raum raus? Nee, passt alles. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr jetzt von dem Spiel haltet, was ihr euch wünschen würdet. Das wäre doch auch mal geil, wenn ihr einfach mal reinschreibt, was ihr so für Ideen habt. Ja, was ihr für Ideen so für das Spiel habt und ja, was ihr so im Großen und Ganzen davon haltet. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Let's Play. Wie gesagt, es ist kein Abschied für immer, aber ein Abschied fürs Erste. In der nächsten Woche geht's dann los mit irgendeinem anderen Projekt. Bis dahin, macht's gut.